Hallo liebe Freunde des Kanals und liebe E-Bike-Freunde. Ja, ich bin jetzt hier mal nicht am Waschhaus, da fahre ich dann gleich hin, sondern ich bin in Bodmann. Ich war gerade einkaufen, jetzt habe ich mir mal gedacht, mache ich mal das Intro hier direkt am See. Mit dem schönen Y26 hier und ich werde jetzt gleich zum Washhaus fahren und ein paar kleine Verbesserungen vornehmen, weil das Rad ist zwar fast perfekt, aber noch nicht ganz perfekt. Wie ihr seht, habe ich den eigentlich schon sehr bequemen Sattel gegen die noch bessere Arschpfanne ausgetauscht und Pedale aus meinem Fundus. Ja, ich habe zu Hause in meinem Keller und am Washhaus gekramt, was ich noch so alles habe. Und ja, das kommt da jetzt dran. Vorher machen wir noch einen kleinen Rundumblick. Da ist der Gemeindehafen vom Bodmann. Und drüben ist ja Biergarten, Kiosk, wo man preiswert und gut Currywurst und Kleinigkeiten essen kann. Und da ist das. Und wie heißt denn das jetzt? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich teures Restaurant. So. Ja, da werde ich jetzt mal zum Washhaus fahren. Und für euch in 2 Sekunden und für mich wahrscheinlich in 10 Minuten bin ich wieder da. So, jetzt bin ich am Washhaus angekommen. Da hinter mir steht das Y26. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir heute so vorhaben. Ist doch immer gut, wenn man ein paar Sachen im Fundus hat. Einmal einen anderen Lenker, andere Griffe, Ledergriffe hatte ich leider nicht mehr und einen Spiegel für den Lenkerenden. So, dafür müssen wir jetzt im Prinzip hier am Lenker erstmal alles abmachen. Klickfix-Halterung, Display, Handyhalterung und so weiter. Wenn wir das dann fertig haben, dann zeige ich euch das Ganze nochmal, wie es fertig aussieht und wir machen eine Probefahrt. Alles ist ab. So, und jetzt haben wir ein kleines Problem, weil dieser Gasgriff so mit dieser Schraube befestigt ist im Lenker und da ist das reingeschraubt und fest drin. Und das kriege ich da nicht raus. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das wieder festkriege. Vor allen Dingen habe ich den Gummigriff da drauf außen drum auch noch abgeschnitten, weil ich dachte, der wäre dann normal, wie das sonst immer ist. Aber man soll halt nicht mal denken. Aber egal. Aber sonst hätte ich das gar nicht herausgefunden, wie man das abmacht, weil diese Griffe hinten zu sind. Ja gut, also dann versuchen wir mal unser Glück mit dem neuen Lenker. Der Lenker ist dran. Mit diesen 4 Schrauben sollte man erstmal so handfest reindrehen und dann gucken, ob der Lenker richtig steht. Ich glaube, ich habe ihn jetzt gut eingestellt für mich. Und ja, jetzt muss ich die Sachen dann noch wieder festmachen. Das Display. Beim Display muss man aufpassen. Das sind nämlich diese beiden kleinen Schröppchen da. Und wenn man die verliert beim Abschrauben, dann kann man bei Amazon ein 200er Pack bestellen oder schauen, ob man eventuell eins beim Baumarkt, also bei Obi oder sonst wo kriegt. Das ist ziemlich ätzend, da muss man echt aufpassen, die sind auch schnell weg. Gut, also jetzt mache ich erstmal das Display wieder dran, schraube dann das Zeug alles fest oder muss ich mal sehen, wie ich das mit dem Gasgriff mache. Spiegel ist dran, soweit alles wieder fest, bis auf den Gasgriff, den muss ich jetzt, ich werde das eben versuchen, ob ich das irgendwie mit Panzerband geklemmt kriege erstmal und mir da mal was Richtiges überlegen.
Und dann werde ich erstmal eine Probefahrt machen. Nämlich wenn ich den jetzt diesen Klickfixhalter wieder davor mache, dann komme ich an die Lenkerverstellschrauben nicht mehr dran. Und dann muss ich das wieder alles losmachen. Ja, auf jeden Fall, der Lenker gefällt mir schon mal deutlich gut. Jetzt kommt halt der Gas. So, schon wieder so gesagt. Ja, jetzt ist das erstmal dran hier. Das sieht zwar richtig scheiße aus, aber ich habe hier ein weißes Panzerband hier. Jetzt habe ich erstmal den Griff da wieder dran geklebt. Und hier mit Panzerband um den neuen Lenker und das da drauf gedrückt. Also das wird auf jeden Fall halten. Und da muss ich jetzt noch mir so einen anderen Griff besorgen. Weil das sind so Spezialgriffe, die hier auf diesen Gasgriff, das ist alles eins. Das ist nicht wie beim KF9 und auch nicht wie bei anderen Gasgriffen. Da ist nämlich das hier alleine und dann kann man hier ein anderes Stück drauf machen. Tjo, Handyhalterung ist auch wieder dran. Jetzt geht's auf zur Probefahrt, erstmal ohne euch. Und dann teste ich mal, ob der Lenker so richtig steht. Der Lenker ist perfekt. Ganz hervorragend. Ja, jetzt mache ich noch das Klickfix-Ding da wieder dran, damit ich meinen Korb wieder dranhängen kann. Dann räumen wir auf und machen wir eine kleine Probefahrt. Den Klickfix-Halter konnte ich jetzt leider nicht dran machen, weil der ist ja mit so einem Drahtseil, damit er nicht runterklappt. Der wird ja beim Klapprad kommt der ja immer hier dran und dann kann der nicht runterklappen. Aber hier wird er ja hier waagerecht dran gemacht und dann, damit er nicht runterkippt, wird da so ein Drahtseil gemacht. Und weil ich das Ding schon an 6 verschiedene Fahrräder an- und abgebaut habe, war das Drahtseil jetzt gesplittet. Da habe ich jetzt erstmal ein neues bestellt. Da muss ich mein grünes Täschchen jetzt erstmal hinten drauf machen, aber das geht ja auch. Gut, dann werde ich jetzt gleich mal zur Probefahrt aufbrechen und nehme euch dann natürlich mit. So, los geht's! Der Lenker ist super geil. So, man sieht jetzt, bei 26 dreht der Motor oder zieht der Motor knapp über 250 Watt. Das heißt, das Rad fährt bei 25 völlig legal. Wenn man den Drehgasgriff ausstellt natürlich. Ich fahre jetzt hier an der Straße entlang, wenn man hier einigermaßen filmen kann. Ziemlich viel los heute. Und wenn es dann bergauf geht, dann zieht er natürlich wieder ein bisschen mehr. Aber ganz genau wie das normale Motoren auch machen. Die Apfelblüte ist schon vorbei. Oh, ist das ein angenehmes Sitzen. Ganz aufrecht. Schlafen einem auch nicht die Hände ein. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig ohne Korb, weil das so leicht geht. Der Korb macht die Lenkung ja doch ein bisschen schwerer. Geht es hier ziemlich bergab, dann zieht der Motor fast gar nichts mehr. Der Motor geht aus. Ja. Sehr schön. So, da hinten sieht man die Alpen.
Hier ist der Campingplatz Schachenhorn. Und den kennt ihr ja schon. Und er liegt wirklich direkt am Wasser. Also wer hier campen will, sollte das da durchaus tun. Ist auch gut. Oh, jetzt geht es hier wieder bergab gleich. Ja, es gibt auch freundliche Radfahrer. Das wackelt jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Einer der Yachthäfen von Ludwigshafen. Oh, da steht ein alter Zug am Bahnhof, da müssen wir mal gucken. Ein alter deutscher Bahnmuseumszug. Speisewagen. Sehr geil. Ja, jetzt muss ich hier mal ein bisschen die Kamera ausmachen. Hier sind so viele Leute bei so einem Wetter, weil es jetzt gerade ein bisschen sich bedeckt. Aber bei schönem Wetter ist hier natürlich der Teufel los. Da ist halt Selbstbedienung. Oh, da ist wieder jemand, der sich eine Kuh kauft, wenn er ein Glas Milch trinken will. Ich weiß, ich bin fies. Ist auch nur ein Scherz. Man wünscht Ihnen alles Gute und viel Glück. Ja, meine Bank ist natürlich besetzt. Oder dasselbe. Dann fahren wir zu einer anderen Bank.
Ja, so muss ich meine Tasche da jetzt hinten drauf machen, weil der Korb ja da jetzt nicht gerade dran geht. Aber hier noch mal ein paar Einzelheiten, die große Lampe. Bin auch schon im Dunkeln gefahren, die macht richtig gutes Licht. Die Bremsen mit diesen Vorratsbehältern wie am Motorrad. Das ist eine super Sache, auch wenn man mal Bremsflüssigkeit wechseln muss. Dann kann man sich nämlich diese Trichtergeschichte da sparen. Super Sache, habe ich so an einem Fahrrad noch nie gesehen. Tja, der riesen Akku. Die Pedale, die ich noch hatte, die roten, die passen dann gut zur Bremse. Ja. Also ich muss sagen, das ist wirklich eines der besten Räder, was ich jemals hatte. Was ist denn jetzt besser als am KF9? Also das KF9, ich meine, ich habe natürlich das mit dem kleineren Akku. Aber das neue KF9 oder das aktuelle hat ja 35 Amperestunden Akku. Und hier sind es 30, also ein bisschen weniger. Was hier natürlich deutlich besser ist, ist das Ansprechverhalten vom Tretsensor. Der wirklich sofort angeht und auch sofort ausgeht, da läuft nichts nach und er geht beim Treten sofort aus. Also man braucht den Degas-Griff, eigentlich braucht man den überhaupt nicht. Höchstens so im absoluten Notfall, so am Berg mal anfahren oder so, aber das ist schon sehr gut hier. Und natürlich 180 mm Bremsscheiben. Das sind 160er sind es ja beim KF9. Aber das KF9 wird, denke ich mal, so nach und nach auch abgedatet. Das ist ja immer ein laufender Prozess. Tja, jetzt werde ich mal zu meinem Lieblingsplatz fahren, weil hier ist mir das zu voll. Bis gleich mal. Ja, was gibt es noch so zu sagen? Wie gesagt, der Lichtschalter, das ist alles sehr solide. Und ich bin jetzt 163 Kilometer gefahren. Und bin wirklich hochgradig zufrieden. Ich kann das Rad wirklich nur jedem empfehlen. Und wenn man den Preis bedenkt, wie gesagt, die Einführungsphase auf der Webseite, ich glaube 1450 und später dann 1600, da kann man echt nicht meckern. Das braucht sich hinter keinem deutschen Rad oder teuren Rad zu verstecken. Ja, meine Gefusche da mit dem Griff. Das sieht jetzt natürlich hässlich aus, aber da mache ich noch was dran. Gut. So, in diesem Sinne würde ich das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Wir sind hier jetzt an dem schönen Platz, wo ich auch mein Intro mit dem Dampfschiff mit der Hohen Wiedel gedreht habe. Das Schöne hier ist, man kann hier auch sitzen, also bestimmt noch eine Stunde, wenn es regnet. Also im Sommer natürlich oder jetzt, wenn die Wetter da sind. Ja, also. Das Washhaus meldet sich ab.